Ich treffe heute alleine zum ersten Mal auf die Eiskrieger. Dazu zählt Rhiney, Amir und a Wife. Ob das so nach Plan ging oder ob es eine Falle war und welcher Ampelkrieger sein erstes Leben heute verloren hat, seht ihr heute aus dem Like da shop.chaosity.com. Gönn ich heute euer Chaos-Design jetzt zusammenstellen, weil heute 10 Leute bestellen, schneide ich Gambo die Nase ab. Leute, und es gab erstmal schlechte Neuigkeiten. Hey Leute, ich bin Chaos 45 und willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Minecraft Helden. Ich bin noch nicht gebannt, aber ich habe auch meine geheime Strategie noch nicht eingesetzt, die ich euch letzte Folge gesagt habe. Es sind zwei tatsächlich. Und ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Das Ding ist, Leute, schlechte Neuigkeiten. Sehr schlechte Neuigkeiten und ein paar gute vielleicht auch, ja. Schlechte Neuigkeiten. Russik ist gestorben. Ben und Russik haben zu zweit ein abgesprochenes Duell gemacht, ein Fight gegen MBK und Sue. Das Ding ist, es war so unlucky. Russik hatte nur 30 Goldäpfel mit. Ja? Er hatte irgendwie noch 20 extra in der Kiste gehabt in seiner Base, hat die aber nicht mitgenommen, weil er dachte, ich brauche nicht so viel. Und nur weil er keine Goldäpfel mehr hatte, ist er gestorben. Und ja, dann musste Ben natürlich abhauen. Das Ding ist, Ben hatte Sue, seine Helm und Schuhe, beides komplett kaputt. Sue wäre in paar Sekunden down gewesen, aber genau dann stirbt Russik und dann muss Ben halt leider abhauen, weil ein 1 gegen 2, es wird selbst der Dr. Banks, der Titan Varo-Wolfs-Gewinner, nicht gewinnen, ja. Aber das Ding ist, es ist gerade im Gespräch, ob ein 2 gegen 2 Ben und ich gegen Sue und MBK stattfinden wird. Und ich bin gerade noch vorbereitend tatsächlich, ja, mit voller Rüstung, ja. Ich will noch meine restliche Rüstung reparieren, weil in diesem Kampf gab es die Regel, nur ein Rüstungsset, nicht Rüstung tauschen. Weil ich finde, alles andere macht die Folge langweilig, sonst fightet man eine Stunde und es ist einfach nur lame. Es ist einfach nur, wer grindet mehr. Es ist schon Battle-basiert. Ich habe ein paar geheime Taktiken für sowas, aber das Ding ist, es wird darauf hinauslaufen. Ich habe mir den Fight angeguckt von den anderen. Es ist einfach 80% einfach nur Bogespamme, ja. Wessen Rüstung geht zuerst? Kaputt. Das heißt, die Chancen sind relativ 50-50. Ich glaube aber, mit Banks ist es mehr nur 55% für uns, 45% für die anderen. Je nachdem, ob jemand von uns krasse Fehler macht. MBK und Sue sind beide nicht schlecht, aber Ben hätte Sue besiegt, wenn Russik nicht gestorben wäre. Das ist eigentlich klar im Raum, ja. Aber Leute, ich habe noch andere Neuigkeiten für euch. Die erste Neuigkeit ist, lasst einen Like da, weil ich arbeite gerade beim Song, ich teste gerade. Und ich habe auch schon Ideen für ein Musikvideo. Ich will nämlich, Leute, ihr kriegt zu euren nächsten, soll ich euch den nächsten Leak schon geben? Leute, 10.000 Likes und ihr kriegt nächste Folge ein Leak übers Musikvideo. Etwas und ein paar andere Infos, ja? Ein paar andere Infos über neue Sachen, die bald auf dem Kanal kommen. Also lasst ein Like da und abonniert mich. Leute, 1,7 Millionen steht auf dem Horizont, Leute. Wir können es dieses Jahr noch schaffen. Ihr müsst alle abonnieren, damit wir das schaffen. Dann gibt's ein krasses Special. Das Special ist, dass ich mir vor Freude in die Hose mache. Nicht Spaß, okay, das werde ich natürlich nicht hochgeladen. Aber Leute, falls ich frage, ich trage auch gerade das 14 Jahre Fullprint Design. Wir haben ein paar letzte T-Shirts, sogar mit Rabatt, Leute, ja. Minusprozente gibt's auf die letzten paar Stück, weil die kommen nie wieder in den Shop. Es ist ein ultra krasses Fullprint, nicht nur Overprint. Das ist nochmal eine höhere Qualitätsstufe. Von meinem Kanal, weil mein Kanal ist 14 Jahre alt, 14 Jahre und 10 Monate. Und nächsten Monat in Oktober wird mein Kanal 15 Jahre und da kommt ein krasses Special. Es ist ein Blitzdesign mit allen Charakteren aus über 14 Jahren YouTube. Mit so, jeder von diesen kleinen Dingern hier ist ein eigenes Projekt, ein Jahresabschnitt, ja. Also wenn ihr Teil von den 15 Jahren Chaos sein wollt, gönn ich das hier, shop.chaos.com, ebenso wie euer Custom Design. Aber das Ding ist, Leute, ja, bald kommt ein Update in Minecraft Helden. Ich glaube, ab nächste Woche tritt das in Kraft. Denn das Update beinhaltet, dass der ganze Server statt Easy auf Normal kommt. Normale Schwierigkeitsstufe. Das bedeutet, Anker sind gebufft. Anker machen fast doppelten Schaden, wenn man auf einem Anker draufsteht und dann explodiert 9,5 Herzen Schaden mit Prot 4 Deer. Und wenn man so ein paar Blöcke daneben ist, 7 bis 8 Herzen Schaden. Dasselbe gilt für TNT Minecarts und Hunger. Man kriegt eher Hunger, das heißt, man muss mehr essen in Fights. PvP ist ein bisschen anders. Es könnte das Ganze spannender machen. Und im Update wird auch sein, dass im Kampf der Grappler, der Dreizack und die Wasserschuhe disabled sind. Das heißt, die kann man im Kampf nicht nutzen. Ähnlich wie damals auf der YouTube-Insel die Elytra, wenn ihr euch erinnert. Und Pferde und Enderperlen sind noch nutzbar. Das Ding ist, ich muss immer noch Perlen farmen. Oder kennt ihr irgendjemanden, mit dem ich gut bin auf dem Server, der viele Perlen hat? Und ein Pferd muss ich mir mal holen, damit ich schneller an Land bin, weil ich brauche immer ewig, bis ich irgendwo hinkomme. Aber das Ding ist, Lava-Buckets sind jetzt auch... Ich weiß nicht, ob Lava-Buckets worth sind. Man kriegt schadentechnisch keinen Schaden, aber es verlangsamt den Gegner halt.
Könnte man auch mit Wasser machen, ist halt die Frage. Das Ding ist, ein Lava-Bucket braucht einen vollen Inventarslot. Ich will meine Hotbar Rally voll haben mit Sachen, die ich permanent nutze. Und ich glaube, in einem Fight, wo nur Bow gespammt wird, wird ein Lava-Eimer nicht so gut sein. Aber Leute, ich habe ein bisschen was im Ärmel. Ich habe nämlich auch überlegt, ob ich mir für Anchor Plays Blast Protection 4 auf die ganze Rüstung mache. Da kriegt man ungefähr 50% weniger Explosionsschaden. Und ich kann ein bisschen riskanter spielen. Dafür, mit Schwert und Bogen, bin ich halt ein volles Opfer, ja. Also, da ist ein bisschen anderes, ja. Und, ich glaube, es könnte nicht spannend werden. Weil, Leute, wir haben letzte Folge einen Kill mitbekommen im Chat. Armia wurde hingerichtet von Crymax. Und Crymax ist jetzt auch das Ziel von den Eiskriegern. Also Armia und, von... Reini. Und Reini habe ich das ganze Projekt noch nicht gesehen. Also habe ich ihn gefragt, ob er und die Eiskrieger sich zum ersten Mal mit mir treffen wollen und ein bisschen verhandeln. Okay, der Reini meinte, er ist gleich da. Ich bin gespannt, ich habe ihn noch nie in dem Projekt getroffen, Leute. Das ist das erste Mal, dass ich mit Reini rede in Minecraft Helden. Es sind ein paar andere Leute, wie gesagt, auch jetzt hier. Zum Beispiel Ryan, Ben, Denergy und Gomme. Und vorhin wollte auch noch Alpha Stein irgendwie meine Hilfe, weil er hat gesagt, er wird angegriffen von IT und Blackjack. Deswegen ist IT und Blackjack sind jetzt nicht die Besten im PvP. Also ich schätze mal, er kam klar. Aber Leute, zurzeit passiert so viel in Helden, das ist crazy. Mal schauen, sehen wir ihn irgendwo hier? Hallo. Hallo, Professor Großnase. Wie geht es Ihnen? Da. Hey, was geht ab? Reini, Reinhard, bist du's? Wir sehen uns zum ersten Mal hier. Wir sehen uns einfach zum ersten Mal. Ja, wir sind auch auf unterschiedliche Inseln gespawnt, ne? Du hast erwartet. Yeah. Das ist super schön. Ich hab den Zahnstocher. Du hast den Zahnstocher, der einfach nicht so viel Schaden macht wie mein Schwert. Was ist hier passiert? Na, wie geht's dir? Ich hab mitbekommen, Bro, ich hab im Chat. Okay, Ryan, ich muss mit dir reden. Ja, ich hab neulich, ich war online sogar, ich hab's im Chat gesehen. Army wurde mit Amboss gekillt und du musstest Dias holen. So ehrenlos. Guck mal, die haben mir gesagt, ich soll 60 Dias holen. Ich hab ja als Eiskrieger. Um ihn wieder zu befreien. So, das war letzte Folge. Halt, ich habe ja nicht 60 Dias einfach dabei. So, bin losgegangen, um ihn zu befreien. Währenddessen haben die ein Herz gezogen. Nein. Die haben sich einfach, und ich habe Anzahlung gemacht von 41 Dias. Heißt, die haben einfach ist die 41 Dias eingesteckt und dann ihn getötet. So respektlos. Wie krank wäre das, wenn ich jetzt hier einboxe? Deswegen, also und dann mit dem muss ich auf jeden Fall auch nochmal ein Wörtchen sprechen. Aber warum genau treffen wir uns hier? Reini, ist das hier Wuschel auf deinem Kopf? Ist das eine Falle? Hast du meinen Waschbär zu einem Hut gemacht? Ey, nein, hallo! Okay, Spaß, komm, ich lösche dich. Ja. Achso. Das war der Warnschlag. Hä? Das war nicht gelöscht worden. Also, Junge, das hier burgt auch schon mal besser aus. Ja, dieses Loch hier habe ich aus Versehen, nicht aus Versehen gemacht, während ich gegen drei von denen gekämpft habe. Eine krasse Arena, die Burg. Eigentlich schon, ne? Aber das Eis nervt halt ultra bei. Ja, okay, das Ding ist, Reini, komm mal, ich habe was Wichtiges, was ich dir sagen will. Warte, komm, ich gehe hier auf meinen Platz. Okay. Wie es sich gehört, so. Naja, ich glaube, wir ziehen gerade am selben Strang. Ich glaube, du und Amir habt beide gerade ein bisschen Wut gegen Crymax. Das stimmt schon, aber ich muss vorher. Warte, das denke ich. Okay, warte, geh du auf den Redeplatz. Jetzt kriegst du einen Redestock. Also, das Problem ist, ich habe eine kleine Differenz, eine kleine Auseinandersetzung, sag ich mal, mit Ben aktuell. Weil was ist da passiert? Er ist der Meinung, dass ich euch angegriffen habe. Während dieses großen Fights. Das dachte ich auch. Meinung, ich dachte, es wären 8 gegen 8 gegen 3, 8 gegen 4. Also, ich war online und hab gesehen, was abgeht. Genau, aber zum Beispiel war Alpha Stein gegen Max am Fighten vor mir und nicht mal da habe ich angegriffen. So, obwohl ich da ja die perfekte. Irgendwer, Ben hat gesagt, er hat dich gesehen, aber ich persönlich habe ihn nicht gesehen. Ich war in der Nähe, aber ich habe nicht. Was nicht mit Amir? Bogen aufgeladen oder irgendwie geschossen. Nee, das Ding ist, Vive hat halt gesagt, ey, hier ist ein großer Fight, komm schnell, ich kann nicht mehr sagen. So, ich wusste nicht, wer fightet. Wait, so, aber warte, hat Vive das von den Paulbergern erfahren oder seid ihr spontan dazu? Vive war ja bei den Paulbergern zu der Zeit. Jetzt war er war, jetzt ist er nicht mehr? Ja, er hat Armee befreit und ich denke mal, deswegen ist er nicht mehr bei den Paulberger Rittern. So, weil er ist ja... Und du bist Eiskrieger noch. Betrogen. Ich bin Eiskrieger noch. Zeig mal den Drip. Ah, hier. Was ist das? Und BAM! Nicht Spaß. Nee, guck, ich nehme Abstand. Zeig mal her. Nee, alles gut. Ja, ich hab doch gerade.
Yo, wo ist das? Yeah. Der Gürtel, 5.000 Euro. Wäre jetzt hier irgendjemand gewesen, da oben mit Bogen, oder nicht mal One-Shot gewesen? Oh, Ben schreibt mir. Das wäre krank. Nee, aber ist krass, dich mal wieder jetzt hier, oder generell das erstmal zu sehen. Ja, das stimmt. Also, was heißt wieder? Zum allerersten Mal. Oh. Danke sehr. Jo, dann bist du ne. Tschüss. Ey. Nicht hier. Ja, wollte gerade sagen, wenn. Wo ich im Stunny Space gefunden? Also, warum genau wolltest du jetzt auch? Also, ich denke mal, es war natürlich ein großer Punkt, das erste Mal sehen. So, ich habe viele Leute. Na, also, ich will nicht, guck mal, Ryan, ich will jetzt nicht nur einfach, ich will dich jetzt einfach nur nicht bloß sehen. Ja, ich weiß, wir sind gute Freunde und du hast eine schöne Brille, aber ich will dich nicht nur sehen, okay? Ich will mit dir was ausmachen. Ja. Das Ding ist, willst du Crimex an Kopf sehen, ja oder nein? Ich will Crimex Kopf rollen. Crimex. Wie Alpha immer sagt. Equimax. Ja, das Ding ist, ich persönlich habe jetzt nicht einen krassen Hass gegen ihn, aber er hat halt Unterstützung gerufen, obwohl es ein 1 gegen 1 war. Also er hat eigentlich die goldene Regel gebrochen, verstehst du? Das ist nicht persönlich gegen mich, aber das ist ja, und so wie ich das mitbekommen habe, dass Gerechtigkeitsding. Mit den Ampelkriegern war doch, also ihr hattet doch ein Bündnis abgemacht. Und wenn das Bündnis gebrochen wird, Crimex dann, hat den wird ein Herz gezogen. Es war ein Vertrag. Max hat gegen den Vertrag verstoßen, den man einfach schon killen wollte. Ging dabei selber gegen Alpha drauf fast. Und dann wollten wir ihn zur Rede stellen. Mit einem Gerichtsverfahren. Ja. Und haben ihm die Möglichkeit gegeben, es ist wieder alles fein. Wir sind wieder Best Buddies und wir sind wieder verbündet. Ja. Wenn er entweder ein Leben verliert oder, guck mal, wir waren sogar so nett, wir haben ihm die Chance gegeben, wenn er ein 1 gegen 1 gegen irgendeinen von uns macht. Der hat sich's aussuchen können. Der hat Russik gewählt. Und dann hat er Unterstützung gerufen und während 1 gegen 1, wo er am Verlieren war, kamen die anderen. Das ist halt ein bisschen bitter. Denergy schreibt mir gerade, Jo, warum bist du fertig mit dem Gespräch? Ich habe ihm gesagt, dass ich ein wichtiges Gespräch habe. Ja, Ben fragt mich auch gerade, was ich gerade mache. Aber, warte mal, Ben hasst dich oder was? Ben hat es gerade einem, sag ich mal, Alter, was denken wir über das erste Gespräch mit Eiskriegern? Liegt vor. Er, wie gesagt, er hat geglaubt, ich habe euch angegriffen. So, aber man sieht eigentlich auch in den Videos, dass ich nicht einmal irgendwie was angegriffen habe. Ja. Ich habe es halt selber nicht hochgeladen, weil ich nichts gemacht habe. So, das Ding ist. Man, ich würde gern mal mit allen Eiskriegern reden. Weil ich glaube, es gibt da. Amir hat jetzt, glaube ich, auch ein bisschen. Ich meine, er hat sein Leben verloren, aber ich glaube, der will auch ein bisschen Rache. Und das Ding ist, ich glaube, wir ziehen am selben Strang. Ich glaube auch. Wir Ampelkrieger sind gerade von allen auf dem kompletten Server most wanted. Aber ich glaube, wir ziehen da am selben Strang. Ich glaube tatsächlich, es gibt hier. Ich glaube, Max ist mehr most wanted, sag ich ehrlich. Denkst du? So wie ich das mitbekomme. Ja, wenn ihr gegen ihn seid, dann sind wir. Sind Königskrieger gegen Max auch? Nee, die haben ja zusammen gefightet. Ah, stimmt, die haben ja ein Bündnis jetzt geschlossen. Ja. Ja, die waren halt, also die waren ja gegeneinander. Okay. Es ist auch, ich weiß auch nicht genau. Ich sage immer nicht, dass dein Schwert schlechter ist als meins. Ich hab's nämlich getestet. Der erste Schritt wäre es auch mal mit, dass ich mit Ben erstmal das hier alles. Weil der Server registriert diese schnelleren Hits nicht. Sag ich mal. Aber ich habe gerade ein bisschen Angst, weil Ryan ist noch online. Danage ist. Ah, nee, keine Angst. Ich schreibe gerade mit denen, die sind ganz weit weg. Ja. Und Ryan? Ryan? Ich würde dich nicht verraten, okay? Wir sehen uns zum ersten Mal, okay? Und, das einzige Mal, wo ich dich verraten würde, ist in Minecraft Wolf. Nee, also wie gesagt, und also wenn du. Frag mal Army und der Wife, ich würde gerne mal mit euch zusammenreden. Ja. Ohne Falle, aber it's real. Ja, weil, denkst du, du kennst die ja gut. Denkst du, Army und der Wife haben jetzt nichts gegen mich, oder? Was sollen die denn gegen dich haben? Also, ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt oder so. Ich habe tatsächlich was, wo ich denen helfen kann. Die beiden sind tatsächlich ein bisschen in Gefahr. Ich habe ein bisschen Secret-Info. Okay. Aber das muss ich denen persönlich sagen. Mehr sagen oder? Ja, okay. Nein, ich will es ihnen sagen. Gesagt, ich werd mal versuchen, ein Treffen zu arrangieren. Ich muss auch, wie gesagt, nochmal mit... wäre vielleicht praktisch, wenn du dann auch irgendwie was dazu sagen würdest, wenn ich nochmal mit Ben rede, wie gesagt. Red mit Ben. Bisschen das Ding ist, hol mal Army und der Wife. Er hat sich schon dafür entschuldigt, dass er mich killt. Ist der Wife jetzt auch Eiskrieger? Nee, aktuell noch nicht, nee. Okay. Ich weiß nicht, ob sich Army und Vive, also das ist halt auch. Ja, komm hoch.
Yo. Das ist halt auch so ein Ding. Oh mein Gott, yo! ich weiß halt nicht, ob sich Army und Evive überhaupt wieder vertragen werden. Ja, dann hol mal einen von den beiden. Evive ist mir wichtiger. Mit dem will ich unbedingt mein Wort reden. Ich habe was Wichtiges. Aber im friedlichen Sinne. Wenn Army und Evive sich jetzt nicht vertragen, dann ist es halt schwierig, weil Evive... Oh, ja, stimmt schon. Aber ich könnte mit beiden separat reden. Ich will mir einfach mal ein Bild machen. Ich habe noch nie ein Projekt mit Evive geredet, außer ein paar Schläge. Ich kann zu denen gehen und sag denen dann Bescheid, dass du mal mit denen reden willst. Ich wäre dann auch immer dabei, so damit die einfach jetzt nicht denken, das ist eine Falle oder so von mir oder sowas. Weil wie gesagt, jetzt gerade ist die Situation unter den Eiskriegern einfach immer noch sehr angespannt, obwohl Evive Army befreit hat. Sie haben Schmelzen. Ja, das Ding ist, ich glaube... Also die Powerbell-Geräte sind jetzt schon mal gegen die Ampelkrieger. Das ist relativ fix, ganz klar für uns. Ja. Die Königskrieger auch. Ja. Und wir stehen halt ganz alleine da. Und ich weiß nicht, habt ihr ein Bündnis mit irgendwem? Wie? Nö. Ja, also ich sehe da einen Weg. Ja, ich sehe da auch was. Das Problem ist, was ich noch sehe, ist, beziehungsweise nicht ein Problem, was laber ich da? Wie ist dieses 2 gegen 2 entstanden? Das war abgemacht. Die wollten sich einfach die Köpfe einschlagen. Die wollten einfach gucken, wer der Stärkste ist. Ja, das stimmt. Ah, okay. Und wie viele Herzen hat Rustik eigentlich noch? Hat er nicht? Ich weiß, ich muss mit Ben reden. Ich habe noch gar nichts drüber. Ich habe einfach nur gesehen. Ach so, ja, ich habe es auch heute einfach gesehen. Okay, alles klar. Ja, ich muss jetzt los. Ben wartet auf mich. Lass demnächst mal reden mit Wife oder mit Amir. Müssen nicht beide gemeinsam sein. Wäre es vielleicht schlau, wenn ich jetzt mitkomme zu Ben? Weil er meinte auch, dass er gerne noch mit mir reden würde. Ich kann ja mal auf Abstand. Guck mal, ich komme auf Abstand mit. Ich frag mal. Oh, ja, oder so. Ich wollte gerade sagen. Auf Abstand. Ich wollte sagen, ich komme auf Abstand mit. Und dann sagst du mir Bescheid. Yes, jetzt sagt er. Okay. Sollen wir zu euch oder ihr zu uns? Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt, ey. Wenn da irgendwie. Nö, Ryan, alles wird gut. Du gehst einfach in die Obsidian-Box rein und zünden wir die Minecraft. Ja, alles gut. Zu uns am besten. Zu uns am besten. Okay. Wo ist zu euch? Dann, folgen Sie mir, werter Traveler. Hier sollte es sein. Du hast einen Dreizack. Ich hab einen Dreizack. Ah, ja. Das Ding ist, ich wollte den Drownfarm bauen, aber es gibt kein Flussbiom. Ja, also man kann es überall. Hast du die manuell bauen, gemacht? Flussbiom ist halt ab. Warte, das sollte hier sein. Hier hat mir Ben geschrieben. Ich hab tatsächlich. Okay. Ist hier eine geheime. Angeblich ist hier eine geheime Base der Königskrieger. Okay. Der Königskrieger. Ich hör die. Oh, da ist er. Reini. Okay, Ben. Nimm's, Sachne. Ich hab mit ihm schon geredet. Ich habe ein paar Informations. Ich will erstmal eine Frage stellen, bevor wir überhaupt... Ja, bitte. Wenn Ben ihn attackt, ist nicht gut für unser Bündnis. Bei dem Fight, wo eigentlich iCrimex per Gesetz sein Herz verlieren musste, bei dem 1 gegen 1 Fight iCrimex gegen Russik, wo dann plötzlich ein Haufen Leute sich eingemischt haben, warst du da dabei? Ich habe gesehen, wie dieser Fight... Sag die Wahrheit! Ich habe den Fight gesehen. Oh. Warst du dabei? Hast du auf einen von habe uns geschossen? Ich habe nicht zu einer Millisekunde nur einen Bogen gespannt oder irgendwas. Ich habe iCrimex gegen Alphastein fighten sehen und habe nicht mal da angegriffen. Nee, Alphastein. Ich meine, zum Zeitpunkt war das Team 1 gegen 1 gehabt haben. Ja, wenn ich sage Zug, zündest du das Team? Habe ich irgendwann gesehen. So bin ich dann ans Meer gegangen. Ich trau nur. Daniel. Was denn? Oh, hey. Was macht er? Nix. Ich hab irgendwann gesehen, wie ihr auf dem Wasser seid und bin dann quasi direkt weggegangen. Dann ich habe ihn noch nicht angreifen gesehen, muss ich ehrlich sagen. Was hattet ihr denn gerade für ein Gespräch, ihr beiden Flo? Dann glaube ich dir das mal. Okay, weil wir hatten unser erstes im Projekt. Okay, Ryan, es gibt da so ein kleines Problem. Was denn? Du hast noch drei Herzen, mein Freund. Ach so, ja, Ben auch. Ja, das stimmt. Das stimmt, tatsächlich. Ja, aber das liegt, du weißt immer, was das liegt. Woran? Nicht an der Nase. An der Ampel-Aura.
Also, ah, die Ampelaura. Du hast jetzt zwei Optionen, Reini. Bist du, warte, Daniel, bist du jetzt bei den Ampelfliegern? Also, hey, du bist grün, der Anwärter, gelb, du machst dir erstmal gar keine Ampel. Okay, Boss, okay. Ich wollte einmal cool sein, Mann. Ja, aber wir haben nicht Angriffspakt mit ihm. Wir brauchen nicht noch mehr Feinde. Wir haben schon 10 Feinde oder so. Das Ding ist, Ben, ich habe mit ihm geredet. Und ich glaube, wir ziehen am selben Strang. Weil Amir wurde ein Herz gezogen von Crymax. Oh. Und ja, Amir und Reini sind so Eiskrieger. Crymax hat mich angelogen. Seit wann ist Crymax hier im Projekt drin? Also die hatten halt Beef, so das. Nee, der falsche Max. Ach so. Aber dann hat iCrymax gesagt, okay, wenn ich den Stack Dias gebe, lassen die Amir frei. Ich habe 41 Dias angezahlt und die haben ihn trotzdem getötet. Das heißt, die haben mir einfach 41 Dias gerillt. So, und deswegen bin ich auch noch ein bisschen auf Kriegsfuß mit dem, muss ich ehrlich sagen. Boah, also wir. Also es gibt ja mehrere Stränge. Halt was anbieten. Das betrifft zwar jetzt nicht iCrymax, aber wir befinden uns hier ungefähr über der Geheimbasis von Stani. Deswegen treffen wir uns nämlich auf. Warte, schon drin? Nee, wir versuchen noch die jetzt nicht zu finden. Wir wissen nicht haargenau, wo die ist. Wenn wir die jetzt finden, dann können wir ein bisschen Rambazam machen. Denn Ryan wurde nämlich auch beklaut von denen. Was? Oh. Was wird denn geklaut? Ganz Warum viel bist du eigentlich Gold, jetzt weiße Schokolade geworden? Bücher. Weil ich ein Ampelkrieger bin. Jungs, so. Formation. Ja, da ist rot, ja. Ich bin gelb und da ist grün. Ja, aber Ryan, du hast dein Loot doch einfach so in Kisten rumstehen. Ja, trotzdem immer noch nicht daran, dass Diebstahl Diebstahl ist. Ich weiß, genau. Was? Ja, was so, also schmeißen wir jetzt alles wieder, oder? Eigentlich? Hey, also orange oder grün? Ich bin das Maskottchen einfach. Achso. Also, was waren die genauen Koordinatos nochmal? Ich glaube 1600 minus 8. Also, das, komm, das komm Ding mal mit, ist komm mit, mal dem, mit, ich glaube, ich mit weiß, dem wo es Bündnis. Ist. Also ehrlich? Wenn wir jetzt. Stanis Base finden, wäre schon crazy. Aber der hat bestimmt tausende Bases mittlerweile. Aber Leute, ich glaube, Reini und vielleicht auch Amir. Ich glaube, Amir ist so ein bisschen erschüttert von seinem Herz, was er verloren hat. Aber ich glaube, das wäre tatsächlich gut. Das Ding ist, was, wenn hier der Fall ist? Aber ich sag mal so. Um meinen guten Willen zu zeigen, guck mal, ich glaube, du hast einen Dreizack, oder? Ja, aber ohne Verzauberung. Ich habe also das ich Buch kann, zweimal. Ich kann hier mal ein spende ich mal an die Ampelkrieger. Flo hat nämlich keinen. Ja, geht so. Und dann schenke ich dir den. Geil, das ist sehr, sehr großzügig. So, einfach nur, um mal zu zeigen, dass ich jetzt hier nicht irgendwie bin, um euch irgendwas bei euch zu machen. Genau das ein paar Tage, bevor die Kirche eröffnet wird. Geil! Aber Flo, ich sag ehrlich, ich behalte den, du kriegst den ich hab. Der hat nämlich viel weniger Haltbarkeit. Das ist krank. Alles klar, gib mir. Gutes Team. Ich muss Qualität kontrollieren. Okay, was haben wir jetzt aber für ich Wissen? Muss, also, ich glaube, ich muss mich dann auch mal verabschieden, weil mit Stani habe ich eigentlich jetzt aktuell noch nichts so. Ja, okay, dann gib mir auch jetzt nicht. Aber wir sehen Oder uns, weil er Leute. Weiß, dass das eine Falle ist. Oh! Nee, ich weiß, es ist ja, aber Ryan geht vor, also ist egal. Nein, mein Leben ist auf, als wäre Anwärter. Ich glaube, ich bleib doch eine Sekunde, vielleicht ist da wirklich eine Falle und dann will ich das gern sehen. Okay, also was haben wir denn für Infos, was den Eingang betrifft jetzt genau? Also Ruine. Hat doch den Eingang gefunden, oder nicht? Krieg jetzt den Dreizack! Ja, den habe ich schon Ben gedroppt. Wie soll Ben jetzt beide? Also ich habe ich hab den gedroppt und Ben ist halt als erstes ich hab keinen Dreizack. Ben! Hallo! Ich weiß gar nicht, von was ihr unter reden. Den Ampelkriegern! Wo ist denn das? Ja, wir müssen uns jetzt hier fokussieren, Leute. Nein, ich... Wir wollen... Warte, guck mal hier, ich hab sogar noch... Einfach gescampt! Hey, hier ist eine Ruine bei mir. Das wird ja wieder sein, es wird ja nicht mehrere geben. Okay, wir müssen jetzt jeden Stein umdrehen, hier ist Kohle drin. Was bedeutet das? Ja, safe. Das wird die safe sein, oder? Hier ist eine. Hier rechts, hier, okay. Hier ist der Eingang. Ich hab ihn! Hier ist der Eingang. Was? Wer geht nochmal vor? Ryan, ne? Also ich. Reini, glaube ich. Reini geht vor. Reini ist Gast, der muss vorgehen. Ich sag mal. Ich bin nur Beobachter. Na, Ryan geht vor. Aber wenn wir jetzt von den Königskriegern angegriffen werden, musst du mitfighten, ne? Mit Gang, mit Gefangen, sag ich. Ich bin Zuschauermodus gerade. Nö. Ja. Der ist sicher, dass du vorgehen willst? Kommt online, alle Königskrieger! Junge, mach keine Faxen, ey! Aber warte mal, Daniel! Ja, warte, für den auch! Warst du selber Königskrieger? Ja, ich war mal, ja. Ja, das macht es sass, vielleicht ist er da noch. Also es kann eine Falle Ich hätte mal, damit das wieder auslockt. Warte, also entweder ist er der größte Verräter bei euch, oder bei den Königskriegern. Ja, nein, ich bin kein Verräter. Ja, oder so.
Wir können übrigens so ein Ampelkrieger-Schild, ne? Das finde ich schon sass. Ja, aber hier kann schon mal eigentlich nichts sein, also. Warte, hier geht's auf das rechte Seite geht's ein bisschen auf. Oh, doch nicht. Oh, oh. Jo, wie tief geht's denn? Nur Gommes. Warte. Das wird immer sasser. Aber wenn wir jetzt sterben und ich hab Denji gehittet, dann verliert er dein Leben wegen mir. Ja. Aber du auch. True. Kill is kill, sag ich mal. Nicht hitten. Kill is kill. Junge, Ryan, komm jetzt mal vor hier. Ja, ihr seid einfach anders. Vorgerannt, da kann ich ja nicht mehr. Yo! Pass auf, kein Schritt weiter. Das ist seine Base, Ja, aber pass auf, es könnte getrappt sein. Ist doch egal, ich geh ja vor, ne? Nee, ist aber nix, oder? Ich glaub nicht. Schon auch fallen. Ey, das ist aber schon scary hier. Warum ist hier überall Lava, Mann? Nein, komm, hier kann nix sein. Hier kann kein Redstone sein. Yo, Rüstung! Yo! Ja! Du nimmst einfach direkt mit. Ich kann mir mein Gold zurücknehmen hier. So, mein Gold. Oh mein Gott. Das Bett nehmen wir auch mit. Ja, Gold, der Rest. Der hat den Ampelbanner, woher? Ja, sein Base von damals, 21 Eisblöcke. Aber dann kann jetzt ein Schild machen. Ja, das ist der, oh, ja, stimmt. Wo bist du, Danji? Ich bin ehrlich. Hey, Ryan, hör auf hier zu looten. Ich hab das genau gesehen, ich hab das auf Band auch. Stand hier Post von Ente. Ah, nee, warte, ist das, stand das Briefkasten? Echt? Hä, einfach ein Dirt. Danji, komm mal her. Ja. Warum steht Ryan da so komisch hinten? Einfach zusammenkraften. Ich finde das auch sehr sass tatsächlich. Ja, die haben mich einfach ein Jump'n'Run einfach. Yo. Oh, guck mich an! Yeah, ich check, mit F3. Ja, yeah, Mann. Ob das ein Trap Chest ist? Ich bin so böse. Der hat ja Heiltränke. Ryan, willst du nicht deine Diaschuhe anziehen übrigens? Ey, ich bin erstmal weg dann, Leute, ich hab meine Diaschuhe vergessen, ich hab die woanders. Ciao, okay, ciao, Ryan. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Was machen wir jetzt mit der Base? Trappen! Hast du, ja, eigentlich schon schlau, ne? Was hast du da für Rüstung rausgeholt? So eine Full Enchanted, ne? Ich weiß nicht, wer? Nee, Flo. Flo hat die rausgeholt. Nee, ich hab hier zwei Stiefel full, aber unenchanted, eine Full Enchanted Hose, aber kaputt, und eine volle Hose. Aha. Ja, eigentlich ich trappen. Ich geh nicht auf halt. Deren Niveau herab. Ich hol nur mein Gold zurück. Eigentlich trappen, also was bringt's uns jetzt, das Ding hier zu griefen? Da haben wir TNT? Ja, für Minecraft? Da hätten wir vorher dran denken können, eigentlich auch. Nee, ja, ich dachte, das ist eine Frage. Oh, ich bin ehrlich, komm mal her hier. Es wäre schon noch big hier so, guck mal. Mit sticky Pissen den Boden wegziehen. Ja. Oh. Ja. Aber wie löst du aus? Halt, ne? Ja, einfach Tripwire hier. Das checkt er, glaube ich, nicht. Was ist denn da von der anderen Seite gekommen? Ja, dasselbe. Also, ich will ja nicht, also ich werde nichts klauen, Jungs, aber hier ist einfach ein Infinity-Buch, falls es jemand braucht, ne? Nee, braucht nicht. Ja, aber Bennett ist Stan hier, also, ja. Der ist jetzt nicht so der Minecraft-Profi, oder? Der Energy ist full mute, ich sag bloß. Ja. Das ist schon komisch. Ich hol meinen Anker raus. Warte, also wo ist der Energy auch hin? Der ist nicht mehr bei uns, ne? Wir müssen aufpassen. Der Energy! Ja. Warum warst du full mute? Ich? Ja. Ich musste kurz was sagen zu meinen Leuten, warum? Also meinen Fans. Zu deinen Leuten. Meinen Zuschauern. Fans? Das ist krank. Du hast Fans? Seit wann ist denn der TikTok-Clan deinen Fans? Ja, du hast recht. Was? Nein, ich habe nichts gemacht. Gar nichts. Also ich stehe hier mal bereit, ey. Ihr könnt das mal machen. Leute, darf ich mal ein bisschen Lob bekommen hier, dass ich... Nee, das war ehrlich stark. Das war ehrlich stark. Ja, ja, stimmt schon. Wait, Denergy hat die Base gefunden? Ja. Boah, Denergy. Ein wahrer Ampelkrieger. Und jemand hat in den Kommentaren geschrieben, wo die richtigen Koordinaten sind. Ja, also wo es halbwegs ist und dann Eingang gefunden, genau. Also Falle, okay, check. Falle muss halt, also TNT-Lore ist halt das Ding, ne? Das haben wir jetzt aber halt nicht. Denkt ihr, er kommt on in der Zeit irgendwann, bevor unser Video angeht? Boah, ich weiß nicht. Könnte es sein, könnte nicht sein. Ja, also kommt drauf an, wir springen so 12 Uhr ist schon früh. Also er wird es vorher, also wird es wahrscheinlich online kommen, bevor er da ist. Na, weiß ich nicht. Ja, aber selbst wenn, ich weiß nicht. Ich glaube, hier kann man nicht so krass viel machen. Also schon Falle wäre cool, aber er verliert ja kein Leben. Also bringt es wirklich so viel. Ja, wir könnten uns halt doch einfach hier ausloggen. Oh, weiß ich nicht. Das ist dreckig. Das ist sehr dreckig. Das ist aber auch risky. Ja, was ist, wenn Sue, Ente oder sonst wer da sind? Ja. Na, dann Big Fight. Das Ding ist, ich warne euch schon mal vor, gell? Ente ist der Einzige mit Anker. Er könnte die auch verteilt haben, aber ich weiß nicht, ob die anderen sich damit auskennen. Aber die machen eh nichts. Also Stand jetzt machen die. Stand jetzt, ja genau, Stand jetzt nicht viel. Aber bald.
Ja, also wir müssen ja hier jetzt was machen. Zerstören sich den. Also eine Falle ist das, was am sinnvollsten halt ist. Ja. Wait, aber. Okay, warte, guck mal. Noch was. Denkt ihr, wo, wenn er sich hier ausgelockt hat auf dem Glas? Was ist, wenn wir das Glas abbauen? Der fällt in Lava. Oh mein Gott. Ja, aber da stirbt er doch nicht. Außer er rennt mit Eisenrüstung rum, oder was? Also, ja, weiß ich nicht. Schon paniken. Er könnte kein Wasser placen, weil wo will das placen? Ja, aber Lava, wenn du Full Gear hast, ich könnte jetzt einfach aus Spaß da reinrennen und da 5 Minuten drin chillen. Ja, aber dann lass das machen und, aber. Aber warte, vielleicht sollten wir diesen Plan nicht jetzt. Ah, wobei, können wir eigentlich öffentlich sagen, oder? Okay, Leute, wir haben hier Folgendes gemacht. Wir haben hier mit Tripwire eine Falle, dass er, wenn er von hier kommt, da reinrennt, das auslöst, aber wenn er von hier kommt, auch. Man sieht zwar die Löcher, aber es geht nicht besser, ja? Und Ben hat das hier gemacht, ich hab's vernetzt mit Redstone, einfach nur das. Wir bauen jetzt hier zu. Ben, ich baue zu und du kannst jetzt runtergehen, oder? Und du grabst dich unten einfach raus. Ich brauch noch einen Faden, verdammt nochmal, Alter. Warte, ich hab's nicht. Alter, ich hab's. Hast du? Warte, geht mal kurz weg, ich will das mal kurz testen. Also, okay, die funktioniert. Ja, es funktioniert. Nee, es geht beide. Okay, du baust jetzt zu, ja. Oh. Genau. Okay, Ryan, jetzt weg! Okay, weg! Der Dutschi, dein letztes Leben, bis gleich. Ich bin der Idiot, der jetzt stirbt, Alter. Die Falle. Aber ihr lauft jetzt da nicht rein, ne? Nee, wir sind weg. Weil dann doch, ich geh durch den Haupteingang jetzt. Ryan, komm her. Wenn's Ben wegfällt, will ich's wenigstens sehen. Wo ist Energy? Ich hab schon rausgegangen. Hier geht's raus? Jo. Okay, Ben, sag mir, du. Ich weiß nicht, wie du es rausgegangen hast. Sag mir, jetzt scharf geschaltet ist. Mein Gott, ich hab Scheiße gebaut. Das wär's jetzt. Lass mal doch schnell Ben schlagen, echt? So für Notfall. Ey, du Ekliger. Hast du auch das TNT? Nein. Ja, ich glaube, ich sehe noch irgendwas, was wir brauchen. Ich glaube, wir haben alles weggelootet. Okay, boah, ist scharf. Ist scharf? Alles, was ich hatte zumindest. Echt? Ich weiß ja nicht, ob es reicht. Alter. Aber. Soll ich testen? Ja, die sind halt, also wir spielen halt auf easy, ne? Also ich sag auf schwer, das ballert den ganzen. Wenn Stani nach Sonntag reinrennt, ist er instant weg, weil das ist normal. Ja, eben. Also es kann halt sein, dass es jetzt halt einfach nicht genug TNT ist, weil es halt sehr, sehr schwach ist. Sind die alle an einem Spot, die 12? Ja, ja. Na, dann soll es gehen. Das ist genug. Nice. Okay, wie kommen wir hier raus, Flo? Ey, hier! Ist das ein Spawner? Hier gibt's safe einen Ausgang. Hier ist ein Spawner! Hören ungelootet? Aber nur einer, warte. Schauen. Ah, nee, ist nichts Gutes drin. Eine Schallplatte! Wait, oh mein Gott! Hier war ich in Folge 1! Ich kenn den Spawner! Also. Doch, das war der, den ich mir eigentlich saven wollte und Folge 1. Witzig. Okay, Jungs, das wird richtig reinknallen. Tschüss. Yeah, warte, Ryan, ich muss auch mit dir reden. Okay, was gibt's? Nix, tschüss. Gehopst! Aber Leute, ich bin gespannt, ob wir Stani damit kriegen. Er wird zwar kein Herz verlieren, aber es nervt ihn einfach, ja? Und es gehört denen. Wir müssen mal einen Schlag zurück machen. Denkt ihr, mit den Eiskriegern, vielleicht sogar mit A Wife, wären wir ein guter Riesenkern? Dann schreibt es mir in die Kommentare, lasst ein Like da, shoppen und kauft auf die.com, gönnt euch das 14 Jahre Fullprint-Design. Würde mich mega freuen, noch wenig Stück. Abonniert mich für 1,7 Millionen und ciao, Leute.